So, ja, ich fange mal auf Deutsch an. Wir sind ja ein deutsches Team, aber ich werde auch so ein bisschen übersetzen. Wir wollen sicherlich zunächst hier bei dieser Pressekonferenz die Fragen der sportlichen Belange hier zusammen mit unserem Jan Ulrich klären. Das heißt, alles, was ihm sportlich auf der Seele liegt, fragt. Und wenn es dann darüber hinausgehende Fragen geben könnte, das möchten wir dann, wenn Jan dann aus der Sportkette entlassen ist, können wir dazu auch Stellung nehmen. Bonjour, bienvenue. On va commencer par l'actualité sportive. Yann Ulrich a couru aujourd'hui. Puis toutes les questions sportives, il est prêt à vous répondre. Puis pour les trucs extra-sportifs, je dirais, pour ce qu'il y a au niveau des décisions à prendre en Suisse chez Lucie. Et on fera ça après que Yann soit libéré. Monsieur, dame, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, ja. Jan, kannst du mal als Resümee deines ersten Rennens nach über 14 Monaten geben? Wie war es vom Gefühl her, von der Form her, das Knie gehalten, war alles in Ordnung, nicht in Ordnung? Oder einfach ein Resümee ziehen? Ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich insgesamt sehr zufrieden. Vom Gefühl her war es so, als wenn ich eigentlich gar nicht lange gefehlt habe. Es war einfach wie, als wenn ich aus der Winterpause komme und die ersten Rennen starte. Also die 14 Monate jetzt, das war irgendwie nichts anderes. Also man verlernt das ja auch nicht, im Feld zu fahren, und wurde auch herzlich aufgenommen. Viele haben mich angesprochen, haben sich gefreut, dass ich wieder mit dabei bin. Und von der Leistung her, das Knie auf alle Fälle hat gehalten. Also das habe ich ja, davon bin ich ausgegangen. Also ich habe ja intensiv trainiert, jetzt auch einige Wochen schon. Und von der Leistung bin ich auch sehr zufrieden, dass ich in der großen Gruppe mit angekommen bin. Die Beine brummen natürlich, klar, für das erste Rennen. Aber insgesamt hat es mir Spaß gemacht auf alle Fälle und bin sehr zufrieden. Ich fais une petite traduction en français. Avec plaisir. Voilà. Il était très content d'avoir recouru. Au niveau des sensations, c'était bien. Il se sentait pas trop, trop perdu, quoi. Pas trop. Il se sentait comme s'il entame les premières courses de la saison. Puis bon, il était accueilli d'une manière chaleureuse, ça veut dire beaucoup de copains ont été le voir, bon ça va, ben, c'est bien que tu sois là. Et puis son genou, ben, il a tenu le coup, sans problème. C'était dans ses expectations, comment tu dis ça, ce qu'il attendait. Parce que bon, avant il a quand même très bien entraîné, il est charge de travail très importante et aucun problème. Il a un peu mal aux jambes maintenant, mais c'est normal après la première course. Il est très content. Jan, wir haben Sie kurz vor dem Start zusammen mit Lance Armstrong gesehen, so wie das ja üblich ist. Die Hausherren möchten ganz gerne die Superstars vorne sehen. Gab es mehr als ein, wie geht es Ihnen oder wie geht es dir von Lance Armstrong? Ja, also wir haben ganz normal geplaudert. Er hat mir auch jetzt so beim Nachwuchs, der jetzt der nächste ansteht, gratuliert. Das hat er wohl auch gelesen, und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass das, da hat er ein bisschen erzählt, dass es das Größte eigentlich ist, Kinder zu haben und so, aber auch nur alles oberflächlich. Und also richtig intensive Gespräche hatten wir keine Zeit. Und im Rennen selber gab es auch keine Gegner? Nein, also im Rennen selber konzentriert sich jeder und versucht halt irgendwo zu fahren, aber es war ja sonst auch nie mehr. Also man unterhält sich oberflächlich. Das war's. Petite traduction, la question c'était s'il a parlé avec Lance Armstrong et qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors Lance, il a déjà félicité pour être papa bientôt, parce que c'est quelque chose de très beau, de très bien. Mais c'était pas des conversations approfondies, c'était quand même le pipeau de tous les jours, quoi. Je dirais, c'est comment ça va, comment vas-tu, c'est bien que tu sois là. Mais pas plus, et puis en course, il n'y avait pas trop la possibilité de parler, chacun était concentré. Avant le départ, c'était juste une retrouvaille amicale, mais pas approfondie. Ja, was ist Überraschung? Also, ich bin froh, dass ich so weit vorne angekommen bin, muss ich eigentlich sagen. Ich wusste selber nicht, wie ich hier fahre, wie die anderen sind, haben schon sehr, sehr viele Wettkämpfe in den Beinen. Und hinten raus habe ich dann auch schon gemerkt, dass es jetzt bald mal die Ziellinie kommen muss. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Also die Kraft ist natürlich noch längst nicht so, wie sie
dann wieder hoffentlich sein wird irgendwann mal. Aber ich komme mithalten, das war ja mein Ziel irgendwo. Mais il n'était pas trop pas trop surpris de la manière dont dont la course s'est faite. Il était bien préparé physiquement, il s'est beaucoup entraîné. Mais bon, course et entraînement, c'est deux choses. Alors, il ne pensait pas être largué, jamais. Mais d'être dans le premier groupe, ça le renfort aussi dans le moral, qu'il a entamé le bon chemin. Et bon, finalement, sur la fin, c'est vrai que il avait un peu mal aux jambes, il a été à voir la ligne d'arrivée, mais bon, finalement, ça s'est bien passé, il a terminé dans le premier grand groupe important, et puis la force n'était pas comme avant, mais c'est normal, la force reviendra avec les courses, et avec les courses, il va s'améliorer pour revenir au top. Man konnte vereinzelt lesen im Winter, dass du eventuell deinen Fahrstil umstellst. Ist das richtig? Und wenn ja, hast du das beim Rennen eigentlich schon ausprobiert? Nein, also es ist ja zwangsläufig nach den Knieoperationen, dass ich mit kleinen Gängen beginnen musste wieder. Und ich habe eigentlich jetzt die ganze Vorphase auch noch nichts für die Kraft gearbeitet. Also dass ich jetzt am Berg so wie früher sehr lange mit niedriger Frequenz und sehr hohe Gänge gefahren bin, habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe immer versucht, einen Kleingang zu fahren, um das Knie zu schonen. Ja, und das merke ich im Wettkampf jetzt, dass ich dass die Kraft natürlich absolut fehlt noch, aber ich kann halt mit kleineren Gängen halt gut mitfahren. Aber meine Stärke ist nach wie vor, denke ich mir, die Kraft. Und die wird im Laufe dann mit der Zeit, mit den Rennen, die jetzt noch anstehen, wird die auch wieder kommen und umgestellt, jetzt habe ich eigentlich nichts. Es war eigentlich mehr zwangsläufig. Mais la question c'était s'il a changé un peu sa façon de pédaler, de mettre moins de braquet et puis le faire un peu différemment. Mais c'était surtout à force d'être opéré l'année dernière au genou. C'est pour pas mettre trop de pression sur son genou qu'il a beaucoup plus mouliné dans la phase de préparation qu'il a derrière lui maintenant. Et que bon, il a toujours pas fait des entraînements approfondis dans ce sens-là. Ça veut dire de la force, de monter des cols ou des grandes bosses avec beaucoup de braquets. Mais bon, finalement, il pense quand même qu'il va entamer ça parce que son point fort, ça reste. Il pense que ça reste sa force. Et puis dans une phase d'adaptation maintenant, il va revenir un peu dans le style de travailler plus sur sa force aussi. Wie schwer ist das gewesen nach dem ganzen Trubel, um Lizenzen, die Motivation aufrechtzuerhalten? Es ist mir eigentlich nicht schwer gefallen, ordentlich zu trainieren und mit Motivation weiterzufahren, weil das Sportliche bleibt ja gleich. Also alle versuchen irgendwo den besten Weg zu finden und das mit der Lizenz und das hat sich ja bisher auch geklärt und ich stehe hier am Start und irgendwann habe ich mir gesagt, irgendwann stehe ich wieder am Start und dann muss einfach die Form einigermaßen sein, dass ich halt gut mitfahren kann und das war meine Motivation. Ja. Und ansonsten brauche ich kein Comeback zu starten, wenn ich keine Moral habe zum Trainieren. Also das bleibt eigentlich im Prinzip gleich. La question c'était comment il se motivait pendant le temps où bon, c'était un peu les trucs qui sont passés au niveau de licence, la suspension, mais bon il a dit il a très bien passé ça parce que pour lui la motivation c'est un jour être au départ d'une course et puis être bien entraîné pour ne pas se faire larguer et puis ou bien plus que ça pour finir comme aujourd'hui dans le premier groupe. Et sportivement, ça n'a rien changé. Et puis pour un sportif, c'est ce qui est le plus important quand même, c'est la motivation sportive. Alors ça ne l'a pas trop touché. Et puis il est au départ de cette course, il est content de recourir. Et pour ça, ça ne l'a pas trop affecté. Wir haben ja noch nichts gesehen von dem, weil ich im Fernsehen war. Gab es irgendwann einen Moment, wo du besonders beißen musstest, sagen wir mal an Berg, als da die Gruppe sich gebildet hat oder unterwegs der Windkante mal ein Loch zugefahren? Ja, das Rennen hat sich eigentlich, also zum Anfang die Attacken, wo es noch frisch war, da habe ich mich eigentlich sehr gut gefühlt.
konnte, wie gesagt, mit kleinen Gang halt ruckzuck mal ein kleines Loch zufahren, aber nachher im Finale dann ab dem steilen Berg eigentlich. Also war ja ein 400 Meter oder 500 Meter, so mit 18%. Da ist ja auch dann alles auseinandergeflogen und da war ich wie viele andere wahrscheinlich auch am Limit, logisch. Und, aber ich war halt oben mit bei noch und danach wurde sehr, sehr schnell weitergefahren, auch auf der Kante. Und da waren halt gerade die Momente, wo man übers Limit mal kurz gehen musste. Aber dann auf der Zielrunde war eigentlich alles klar. Was war das für ein Gefühl, als du oben warst und warst mit bei? Ich habe mich natürlich gefreut, klar, weil wie gesagt, man weiß ja doch noch nicht genau, wo man steht. Und es wäre natürlich schlecht gewesen, wenn ich als einziges hinten irgendwo rausgefallen wäre. Aber so war ich sehr zufrieden und habe mir auch gesagt, weiterkämpfen und vielleicht komme ich hier in der Gruppe an. Das ist für mich, wie gesagt, fürs erste Rennen auch motivierend, auch wenn es nur ein kleines Rennen ist oder auch wenn es nicht so besonders schwer ist, aber trotzdem ist ja das erste Rennen immer irgendwo wichtig für die Murano. La question c'était, comme il n'y avait pas de télé, de commenter un peu la course. Il a dit que, surtout au début, quand il était tout frais, s'il y avait des petits groupes, des petites attaques, il pouvait bien gicler avec ses petits braquets pour l'instant et puis revenir sur un groupe. Finalement, à partir du radar qui fallait monter, lui il a été à la limite, quoi. Mais comme moi, je pense beaucoup d'autres, mais lui, en étant quand même à 100%, il était dans le premier groupe et puis il y avait un grand paquet de largués. Et ce fait, ça lui a déjà plu parce que bon, il en savait pas trop où il en était la première course. On ne sait pas si les autres y sont meilleurs, mais bon, il s'est retrouvé avec les premiers. Et surtout après, il fallait, ça roulait très vite, il fallait être à la limite, des fois un peu au-dessus de la limite dans les bordures. Mais il a bien répondu, et puis sur le circuit final, il se sentait encore très bien. Mais bon, il n'a été que la ligne d'arrivée, parce que la première course en 90 bandes, c'est quand même c'est assez long. Mais il est de la façon qu'il a couru la course, il est content. Hilft dir das auch, was die Trainingsmoral betrifft, dass du jetzt praktisch in einer neuen Umgebung wohnst, also in der Schweiz und da vielleicht noch nicht die Strecken so kennst, also dass du halt wirklich so im Training einiges, also so einfach neue Strecken, vielleicht von einem Trainingspartner hast, hilft das? Also was ich sagen kann, ist, ich habe ja jetzt so viele Tage oder Wochen habe ich noch nicht in der Schweiz trainiert, aber was ich gemacht habe, Appenzeller Land, also Alpenvorland, und bin ich schon trainieren gefahren und habe mich auch einige Male verfahren. Bin einige Male später nach Hause gekommen, als ich eigentlich wollte, weil die Runde zu groß war. Aber es macht Spaß, also es ist wieder irgendwo neue Strecken kennenlernen und sind sehr, sehr gute Bedingungen, würde ich mal sagen. Ich habe natürlich vorher auch super Bedingungen gehabt mit Schwarzwald und Rheinebene in Freiburg. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, noch größere Berge und ich denke mal, das kommt mir dann irgendwann zugute, wenn es dann wirklich Richtung Sommer geht. Aber es macht einfach Spaß. Also ich bin natürlich jetzt auch viel in Italien gewesen, in Spanien, und habe dann auch immer nach dem Wetter halt gesucht, dass ich halt ordentlich trainieren kann. Question sur la motivation d'avoir changé d'entourage au niveau d'entraînement. Il a dit que où il habitait avant, dans la Ferronnoir à Berlin, c'était déjà très bien. Mais c'est vrai que de repartir sur d'autres routes, dans un entourage nouveau, c'était un peu motivant. Et quelquefois, il s'est perdu aussi à l'entraînement. Il est rentré plus tard que prévu parce que les tours, il ne le connaissait pas très bien et finalement, il était un peu plus long que prévu. Et bon, conditions d'entraînement où il est maintenant, ça frôle la perfection, quoi. C'est vraiment bien, il y a de la haute montagne et ça va lui pouvoir aider à se préparer pour l'été. Il a cherché un peu le beau temps partout, mais il était en Toscane, il a fait très beau, au stage en Espagne il faisait quand même assez beau, puis là en Suisse il se sent très très bien dans sa peau. Sie haben den Sommer angesprochen. Was ist jetzt Ihr Ziel, auf das Sie hinarbeiten? Als Podium bei der Tour zu kommen oder worum geht es? Das habe ich ja schon so oft gesagt, mein Ziel ist. Ich weiß es ja selber nicht.
es läuft jetzt ganz gut an, finde ich. Und man wird sicher auch nochmal, oder ich werde sicher auch nochmal Rückschritte haben, also sprich von der Form her. Und wie es jetzt letztendlich aussieht, ob ich zu schnell jetzt gleich angefangen habe oder so intensiv schon trainiert habe in den letzten Wochen, das ist ja alles noch eine Frage, die wird einen erst in einigen Wochen oder Monaten dann, da wird erst die Antwort drauf kommen. Aber mein Ziel ist einfach, ja, meine Form einfach zu verbessern irgendwo und dann im Sommer bei der Tour halt nicht schlecht auszusehen. Ja. Und das Comeback, wie gesagt, das ist nicht auf dieses Jahr geeicht, sondern das ist auch fürs nächste Jahr und übernächstes Jahr gedacht. Deswegen möchte ich auch gar nicht mit Absicht so schnell forcieren, dass ich jetzt irgendwo eventuell dann doch schon noch wieder einen Einbruch habe oder sowas. Ich möchte einfach ganz gemütlich aufbauen und dann verspreche ich mir davon, dass es trotzdem gut läuft bei der Tour. Aber jetzt mit Podium und so, das weiß ich selber nicht. Also es ist immer irgendwo ein Traum, der bleibt sicher. La question des objectifs pour cette année, si l'objectif sera une place sur le podium du Tour, mais il a dit, comme il a dit souvent, pour l'instant, ben, il ne sait pas trop où on est parce que bon, aujourd'hui c'était la première course, ça s'est très bien passé. Mais sachant s'il a peut-être trop roulé ou trop fait de charges intensives dans ces derniers jours, ça il le saura dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Mais c'est vrai que un podium du Tour, ça reste toujours un rêve. Mais pour lui, le plus important, c'est de revenir doucement, mais en force. Et surtout, sans comeback, c'était pas prévu pour... bon, c'est prévu pour cette année, mais pas pour faire les plus grandes choses au monde. C'est plutôt prévu pour 2004-2005. Et là, il se donne le temps, mais il est tout en... Il va tout mettre... en œuvre pour être compétitif au Tour, mais bon, avec quel résultat, ça on le saura ni aujourd'hui ni dans 1 mois. Hast du dir schon Gedanken gemacht über die nächsten Rennen, welche du dann bis zur Tour fahren willst? Also nicht Köln, Lüttich, Frankfurt? Wir haben schon ein kleines Programm gemacht, ja. Also sicher, also ich mache mir ja seit Jahren immer ein Parallelprogramm dazu noch. Aber ich denke mal, dass es, wenn alles jetzt normal läuft, nächste Woche Aragon-Rundfahrt. Dann vielleicht, wenn es geht, vielleicht noch Köln gleich drauf am Ostermontag. Und vielleicht schon ein Klassiker am Sonntag, dann Lüttich, was dann in Lüttich. Also wenn es wirklich gut laufen sollte. Und ja, dann kommen ja Henninger Turm, die ganzen Sachen. Und bis Henninger Turm haben wir erstmal so ein Programm gemacht, das ist erstmal so das. Ich würde gerne wieder, bin ich ehrlich, Tour de Suisse fahren wollen vor der Tour. Wenn das geht, es gibt natürlich auch noch ein anderes Programm dann. Aber das muss man, das warten wir auch von Monat zu Monat ab. Bei Deutschlandtour auch. Deutschlandtour ist auch geplant. Eine Question sur son Programm. Il a dit, bah ici, bon, c'est déjà, on est au circuit de la Sarre. Et bon, il parle un peu de voir le programme chaque mois quoi. Pour la suite, c'est ce qui est prévu, c'est si tout va bien, c'est le Tour d'Aragon et puis peut-être revenir le dimanche pour courir lundi à Cologne, la première course d'importance en Allemagne. Après, peut-être même passer par Liège, mais bon, si tout va bien quoi. Et après, avec Francfort, c'est la première bouclée. Et après, dans l'approche du Tour, il aimerait bien passer par le Tour d'Allemagne et aussi le Tour de Suisse avant le Tour de France. Mais bon, ça, il y a toujours la possibilité de changement d'après les sentiments, comment il se sent, comment est la forme. Bei Ihnen läuft es gut und das Ziel ist die Tour. Jetzt ist Zülle weg, bei anderen gibt es auch Probleme. Wie groß sind die Sorgen, dass die Tourmannschaft vielleicht nicht so stark ist wie der Kapitän? Das sind im Moment ist noch ganz, ganz kleine Sorgen. Also da mache ich mir eigentlich noch gar keine Sorgen drüber, weil ich denke mal persönlich, wenn es bei mir wirklich richtig laufen sollte und die Form ist wirklich dementsprechend gut, das hat man auch bei Telekom die ersten Jahre gesehen, dann wir haben genügend gute Fahrer und wenn man dann auf Wolke 7 irgendwo schwebt, auf so einer Erfolgswelle, dann ist jedes Team irgendwo, also kann sich jedes Team so motivieren, dass es
dass es gut fahren kann. Ja, also viele steuern ja auch auf die Tour de France hin und da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicher, alle, auf alle Fälle. Ja. Also ich fand es wirklich schade, dass er weg ist. Von Alex habe ich mir sehr, sehr viel versprochen gehabt. Question sur le départ d'Alex Zülle et puis sur sur la force de son équipe pendant le tour. Pour lui c'est quand même assez loin, même si la perte d'Alex Zülle, bon c'est quand même quelque chose que moi, que ça lui touche, mais bon c'est quelque chose il faudra bien l'accepter. Mais il pense quand même qu'une équipe dans le passé, l'équipe Telecom a fait preuve aussi de pouvoir se ramasser et puis de lutter à 100% pour un leader. Mais bon, de toute façon, là cette année, il pense quand même avoir une équipe compétitive à ses côtés dans le tour. Et comme lui, il ne sait pas trop où lui il va y en avoir, pour l'instant pour lui, c'est pas un grand souci. Am Donnerstag gibt es schon mal so ein, das ist auch in der Treffen, Zeitplan mit Lenz. Ich erwarte eigentlich, dass Lenz vorne ankommt und ich hoffentlich irgendwo im Mittelfeld. Nein, also es ist ein kurzes Zeit von 8,8. Also ich habe mir jetzt auch noch nicht jetzt so viel jetzt hier irgendwo. Ich muss jetzt auf das Zeitfahren unbedingt gut fahren, sondern ich bin dabei und das ist erstmal mein Ziel gewesen und es läuft, heute lief es ganz gut, jetzt gucken wir morgen weiter und dann kommt irgendwann das Zeitfahren, da habe ich keine große Angst, das ist 8,9 Kilometer knapp und ja, Lenz hat sich heute auch auffahren lassen, dass er mit vorne bleibt, also jetzt hat sich auch im Wind setzen lassen, also das heißt für mich, dass er wahrscheinlich auch gerne die Rundfahrt gewinnen möchte hier im Zeitfahren oder zumindest gut fahren möchte. Und die Form hat er ja schon präsentiert, dass er ganz vorne ankommen kann. Aber ich werde hier sicher keine Rolle mitspielen, denke ich nicht. La question c'était pour le chrono du jeudi. Le duel avec Lenz, si ça se fait, mais bon, il a dit quand même qu'aujourd'hui, il a vu quand même que Lenz il faisait la course, qu'il se faisait protéger aussi un peu par ses coéquipiers. Puis bon, lui, Yann, il va pas trop jouer un grand rôle. C'est un chrono de à peu près 9 km. Lenz, il a déjà démontré qu'il donne des trucs comme ça, il peut être là, déjà maintenant. Mais lui, dans sa première course, c'est le plus important, c'est d'être là. Et puis bon, il est là, il en est content. Puis il va faire son chrono. Voilà. Ja, ich würde sagen, pour la partie sportive, für den sportlichen Teil. Es gibt sicherlich keine weiteren Fragen. Danke. Und ja, danke Jan. Merci Jan. Okay. Okay, kommst du gestern ein bisschen vor? Ja.